In diesem Lernvideo zur Setzung des Ergänzungsstriches erkläre ich dir zunächst, was man darunter versteht und lege dir einige Grundlagen dar, bevor wir darauf eingehen, in welchen drei Fällen der Ergänzungsstrich gesetzt werden muss und wie das funktioniert. Bevor wir uns genauer damit auseinandersetzen, wie wir Ergänzungsstriche eigentlich setzen müssen und welche Fälle es davon gibt, ist es erst einmal wichtig, in Grundzügen zu verstehen, was man unter einem Ergänzungsstrich eigentlich versteht. Vereinfacht hilft uns diese Erklärung hier weiter. In aufeinanderfolgenden Wörtern werden gleiche Wortbestandteile durch einen Ergänzungsstrich ersetzt. Man denkt sich dann diese weggelassenen Bestandteile sinngemäß dazu. Hört sich erstmal wahnsinnig kompliziert an, nehmen wir aber einen Beispielsatz dazu und veranschaulichen das, ist es relativ leicht zu verstehen. Unser Beispielsatz lautet: Blaumeisen, Kohlmeisen und Tannenmeisen halten sich gerne in Nadelbäumen und Laubbäumen auf. Hier haben wir, wenn wir nur die Vogelarten anschauen, wiederholende Wortbestandteile, nämlich immer die Meisen. Bei den Blaumeisen sind die Meisen mit drin, bei den Kohlmeisen sind die Meisen mit drin und ebenso bei den Tannenmeisen sind die Meisen mit drin. Und genau auf solche Fälle zielt der Ergänzungsstrich ab. Das heißt, Sinn dahinter ist, diese Wiederholungen einfach rauszulassen und sich etwas besser sprachlich auszudrücken. Wie kann das jetzt zum Beispiel aussehen? Nur am Satzanfang. Schauen wir uns die Erklärung an. Wiederholende Wortbestandteile, also in unserem Fall die Meisen, die werden durch einen Ergänzungsstrich ersetzt. Das heißt dann, zumindest für den ersten Teil, folgendermaßen: Blau, Ergänzungsstrich, Kohl, Ergänzungsstrich und Tannenmeisen. Einmal müssen wir die Meisen auf jeden Fall reinschreiben, weil sonst wissen wir überhaupt nicht, um was es geht. Wir können ja nicht einfach nur Blau, Kohl und Tannen dazu schreiben. Schauen wir uns den restlichen Satz an. Halten sich gerne in Nadelbäumen und Laubbäumen auf. Auch hier haben wir wieder wiederholende und aufeinanderfolgende Wortbestandteile. Wir haben hier einmal in den Nadelbäumen den Bestandteil Bäume drin und auch bei den Laubbäumen haben wir den Bestandteil Bäumen drin. Auch hier ersetzen wir den ganz genauso. Blau, Kohl und Tannenmeisen Auch hier haben wir einmal den sich wiederholenden Wortbestandteil Bäumen einfach weggelassen und durch einen Ergänzungsstrich ersetzt. Dass dieser Bestandteil zwar durch einen Ergänzungsstrich ersetzt ist, heißt ja nicht, dass er komplett weg ist, sondern man denkt ihn sich sinngemäß noch dazu. Bevor wir uns jetzt einzelne Bestandteile anschauen, wie wir die Ergänzungsstriche setzen müssen, müssen wir noch klären, in welchen Fällen es eigentlich vorkommen kann, dass ein Ergänzungsstrich gesetzt werden muss. Wir haben zum Beispiel den Fall, dass der letzte Wortbestandteil betroffen ist. Wir haben jetzt hier, das in diesem Beispiel oben, zum Beispiel haben von einem Wort immer den letzten Wortbestandteil, der betroffen ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der erste Wortbestandteil betroffen ist, also sprich der, der am Anfang eines Wortes steht, aber auch noch eine etwas kompliziertere Konstellation. Da haben wir den Fall, dass sowohl der erste und der letzte Wortbestandteil betroffen sind und nur ein Teil in der Mitte etwas anders ist. Schauen wir uns jetzt also genauer an, wie wir Ergänzungsstriche setzen müssen, wenn der letzte Wortbestandteil betroffen ist. Als erstes ist es immer sinnvoll, dir einen Überblick über den Satz zu verschaffen. Hier nehmen wir das erste Beispiel, das lautet: Der Hausbau und Garagenbau schreitet gut voran. Es ist natürlich jetzt so in der Form grammatikalisch und sprachlich nicht falsch, aber es schaut einfach eleganter und professioneller aus, wenn du Ergänzungsstriche setzt. Als erstes, weil wir ja hier bei dem Beispiel sind, dass der letzte Wortbestandteil betroffen ist, schauen wir uns an, wo wiederholt sich in einem Wort der letzte Wortbestandteil. Wir haben hier einmal Hausbau und Garagenbau. Das heißt, zur besseren Übersicht markieren wir diesen Teil mal. In beiden Fällen das Wort Bau. Und wenn das jetzt der Fall ist, lässt du immer bei dem ersten das Wort Bau weg, also den Teil, der sich wiederholt. Das sieht dann folgendermaßen aus.
der, Haus und dann setzt du den Ergänzungsstrich. Und du schreibst weiter. Und bei dem letzten Wort in einer Reihe, das denselben Wortbestandteil hat, schreibst du es ganz normal hin. Heißt also, der neue Satz lautet, der Haus- und Garagenbau schreiten gut voran. Zur Wiederholung, du schaust dir an, in wie vielen Wörtern wiederholt sich der letzte Wortbestandteil. Du lässt immer bei den vorderen das Wort, das sich wiederholt, weg und ersetzt es durch einen Ergänzungsstrich. Beim letzten Wort, bei dem der Wortbestandteil gleich ist, schreibst du es dann hin. Wir haben jetzt hier natürlich nur zwei Wörter, die denselben Wortbestandteil haben. Schauen wir uns das nochmal an mit zwei, bevor wir uns unten anschauen, wenn es bei mehreren Wörtern der Fall ist. Im zweiten Beispiel lautet der Satz, manchmal widme ich mich dem Brotbacken und dem Plätzchenbacken. Okay, einen Überblick über den Satz haben wir und wir sehen, dass hier das Wort oder der Wortbestandteil Backen sich wiederholt. Bedeutet, beim ersten lassen wir das Backen weg, ersetzen es durch einen Ergänzungsstrich und beim zweiten schreiben wir das Backen normal dazu. Ansonsten ändert sich im Satz nichts. Wortbestandteil durch einen Ergänzungsstrich ersetzen und dann normal weiterschreiben. Schauen wir uns das dritte Beispiel an. Hier haben wir mehrere Wörter, die am Schluss denselben Wortbestandteil haben. Nächste Woche habe ich Fußballtraining, Tennistraining und noch Eishockeytraining. Du siehst, wir haben hier bei drei Wörtern immer an letzter Stelle das Wort Training. Wir haben Fußballtraining, wir haben Tennistraining und Eishockeytraining. Hier ist es jetzt so, dass du wieder beim letzten Wort, das diesen Wortbestandteil hat, das schreibst du hin, bei den vorderen lässt du es weg und ersetzt es durch einen Ergänzungsstrich. Du siehst also, dieses Schema lässt sich immer durchsetzen. Wenn du jetzt noch mehr als drei Wörter hast, du kannst auch zum Beispiel fünf oder sechs Wörter haben, bei denen der letzte Wortbestandteil gleich ist, dann lässt du es bei den ersten fünf weg, ersetzt es durch jeweils einen Ergänzungsstrich und setzt es nur bei dem letzten, normal hin, wie es gehört. Du siehst auch, dass sich die Kommasetzung nicht ändert. Die bleibt nach wie vor gleich. Also denk dran, wenn du zwei Wörter hast, die denselben Wortbestandteil haben, lässt du es beim ersten weg und schreibst es beim zweiten hin. Wenn du zum Beispiel drei Wörter hast, die denselben Wortbestandteil haben, lässt du es bei den ersten beiden weg und schreibst es beim letzten hin. Und so gilt es für jede Zahl der Wörter, bei denen sich der letzte Wortbestandteil wiederholt. Schauen wir uns in diesem Kapitel an, wie es aussieht und wie wir Ergänzungsstriche setzen müssen, wenn der erste Wortbestandteil betroffen ist. Schauen wir uns den ersten Beispielsatz an, der lautet: Ich finde den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sehr schön. Du siehst, wir haben hier in zwei Wörtern wieder den exakt selben Wortbestandteil. Das ist hier Sonnen und auch hier drüben Sonnen. Es unterscheidet sich ein bisschen bei der Ergänzungsstrichsetzung, wenn der erste Wortbestandteil betroffen ist. Erinnere dich, bei dem Teil, wenn der letzte Bestandteil betroffen ist, dann schreibst du das Wort ganz normal hin beim letzten Wort. Hier ist es genau andersrum. Hier nimmst du das erste Wort. Wir schauen also den Satz an.
und nehmen, wenn sich der Wortbestandteil zum ersten Mal wiederholt, ganz normal das Wort und schreiben es hin. Und nun kommen wir an das zweite Wort. Hier lassen wir dieses Wort Sonnen einfach weg und ersetzen es durch einen Ergänzungsstrich. Den Rest lassen wir aber gleich. Du siehst also, wenn der erste Wortbestandteil betroffen ist, ist es genau andersrum, als wie wenn der zweite bzw. der letzte Wortbestandteil betroffen wäre. Du schreibst es beim ersten Mal, indem es sich wiederholt, einfach normal hin und ersetzt es dann bei allen anderen Wörtern, wo es kommen würde. Schauen wir uns ein Beispiel an, wo wir dreimal denselben Wortbestandteil haben, der sich wiederholt. Mich faszinieren Fantasieromane, Fantasiefiguren und Fantasiefilme. Wir haben hier dreimal das Wort Fantasie drin. Bedeutet, wir schreiben es bis zum ersten, einschließlich des ersten Wortes normal hin. Kommasetzung bleibt normal. Und ab jetzt bei allen anderen, die jetzt folgen, lassen wir es weg und ersetzen es durch einen Ergänzungsstrich. Du siehst also, der Satz lautet dann mit Ergänzungsstrichen: Mich faszinieren Fantasieromane, Figuren und Filme. Der Teil lässt ja das Wort Fantasie nicht komplett weg, sondern laut Erklärung denken wir uns es einfach nur dazu. Schauen wir uns ein Beispiel an, wenn wir noch mehr als dreimal einen Wortbestandteil haben, der sich wiederholt. In diesem Satz lautet der Beispielsatz: In meinem Rucksack sind Schulbücher, Schulhefte, Schulmappen und sonstige Schulmaterialien. Bedeutet, wir haben mehrmals das Wort Schul, das sich hier wiederholt. Wie schon in den Beispielen oben, schreiben wir den Satz bis einschließlich des ersten Wortes komplett normal hin. Und ab jetzt ersetzen wir diesen Wortbestandteil immer durch einen Ergänzungsstrich. Du siehst also, das Wort bzw. der Wortbestandteil, der danach folgen würde, wird trotzdem normal klein geschrieben. Also achte darauf, dass du nicht den Fehler machst und plötzlich dieses Wort groß schreibst.